Hallo und herzlich willkommen bei Doidpedia, der enteralen Infothek von Doid Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rico und zeige Ihnen, wie Sie die Flowcare Infinity Ernährungspumpe bedienen, sowie die wichtigsten Alarmfunktionen. Nachdem Sie die Sondennahrung mit dem Überleitsystem verbunden sowie die Ernährungssonde gespült haben, öffnen Sie die Pumpentür und legen Sie das Überleitsystem in die Pumpenkassette ein. Hierzu die Schlaufe der Pumpenkassette um den Rotor legen und die Kassette durch leichten Zug in den dafür vorgesehenen Bereich einrasten lassen. Schließen Sie die Pumpentür. Durch Drücken der On-Off-Taste für 2 Sekunden lässt sich die Pumpe einschalten. Der Selbsttest der Pumpe startet. Drücken Sie nun die Clear-Taste, um das zuletzt verabreichte Gesamtvolumen zu löschen und bei 0 ml zu starten. Befüllen Sie nun das Überleitsystem durch Drücken der Fill-Set-Taste für 2 Sekunden. Die Pumpe stoppt automatisch und kehrt in die Halteposition zurück, sobald das Überleitsystem komplett befüllt ist. Unser Tipp für Sie: Schauen Sie sich gerne auch unser Video zur Verabreichung von Sondennahrung mit einer Ernährungspumpe an. Dort zeigen wir Ihnen, wie man die Applikation vorbereitet und die Sonde spült. Programmieren Sie anschließend die Ernährungspumpe. Zur Einstellung der Tropfrate drücken Sie die Taste Milliliter pro Stunde. Mithilfe der Plus-Minus-Taste kann eine Rate zwischen 1 und 400 Milliliter eingestellt werden. Durch Drücken der Start-Stopp-Taste kann die Applikation gestartet werden. Die Pumpe läuft nun so lange, bis das Nahrungsbehältnis leer ist und ein Air-Alarm ausgelöst wird. Bei Bedarf kann zusätzlich zur Laufrate ein Gesamtvolumen eingestellt werden. Dies ist vor allem bei Patienten sinnvoll, die bei zu großen Mengen Sondennahrung mit Unverträglichkeiten reagieren, wie zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen. Nach Eingabe der Laufrate kann durch das Drücken der Taste Dose Volume das zu verabreichende Gesamtvolumen eingestellt werden. Hierbei sind Einstellungen zwischen 1 bis 4000 ml möglich. Das Volumen wird durch Drücken der Plus-Minus-Taste eingestellt. Beginnen Sie nun die Nahrungsgabe mit Hilfe der Start-Stopp-Taste. Möchten Sie die bereits verabreichte Nahrungsmenge einsehen, können Sie dies mit Hilfe der Info-Taste. Mein Tipp für Sie: In der Kurzbedienungsanleitung der Pumpe finden Sie alle wichtigen Schritte zum Nachlesen sowie die wichtigsten Alarmfunktionen. Hängen Sie diese an den Infusionsständer, um diese bei Bedarf griffbereit zu haben. Die Pumpe verfügt über unterschiedliche Sicherheits- und Alarmfunktionen. Alarme lassen sich durch Drücken der Start-Stopp-Taste für einen kurzen Zeitraum pausieren, um das Problem zu beheben. Wird Push-Start angezeigt, war die Pumpe programmiert, aber die Verabreichung wurde in den letzten 3 Minuten nicht gestartet. Stoppen Sie den Alarm und starten Sie die Verabreichung der Nahrung durch Drücken der Start-Stopp-Taste. No-Set-Alarm weist Sie darauf hin, dass die Pumpe eingeschaltet wurde, aber das Set nicht richtig eingelegt oder der Sensor verschmutzt ist. Drücken Sie die Start-Stopp-Taste, um den Alarm auszuschalten und das Überleitsystem korrekt einzulegen. Tritt der Alarm erneut auf, reinigen Sie den Sensorbereich unter fließendem Wasser. Der PROC-Alarm wird angezeigt, wenn keine Laufrate eingegeben wurde. Stoppen Sie den Alarm und geben Sie eine Laufrate ein, bevor Sie die Nahrungsapplikation starten. Die Meldung Door weist Sie darauf hin, dass die Pumpentür nicht richtig geschlossen wurde. Stoppen Sie den Alarm und schließen Sie die Tür, bevor Sie die Ernährung fortsetzen.
OCC-In und OCC-Out weisen auf eine Blockierung hin, die entweder zwischen Nahrungsbehältnis und Pumpe, OCC-In, oder zwischen Pumpe und Sonde, OCC-Out vorliegt. Oft ist dies durch ein Abknicken des Schlauches verursacht. Beseitigen Sie die Blockierung und setzen Sie die Ernährung fort. Der Batteriealarm zeigt an, dass die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen werden muss. Die Pumpe kann während des Ladevorgangs von Ihnen weiter eingesetzt werden. Der End-of-Dose-Alarm informiert Sie darüber, dass die Pumpe das programmierte Volumen erreicht hat und nun abgeschaltet werden kann oder mit einer neuen Sondengabe gestartet werden kann. Air-Alarm kann aus unterschiedlichen Gründen angezeigt werden. Ist eine Laufrate ohne Volumen eingestellt, zeigt der Air-Alarm an, dass das Nahrungsbehältnis leer und die Verabreichung nun abgeschlossen ist. Air-Alarm kann auch auf Luft im Überleitsystem hinweisen. Entlüften Sie das System vollständig mit der Fill-Set-Taste und starten Sie die Ernährung erneut. Manchmal ist auch das Reinigen der Sensoren notwendig, um den Alarm zu beenden. Ist auf dem Display Error zu sehen mit einer spezifischen Nummer, weist dies auf einen Elektronikfehler hin. Senden Sie die Pumpe bei dieser Fehlermeldung Ihrem Kundendienst. Im Untermenü können Sie einige Einstellungen der Infinity-Pumpe verändern, wie zum Beispiel die Lautstärke der Alarme oder die Displaybeleuchtung. Sie gelangen in das Untermenü durch Drücken der On-Off-Taste gleichzeitig mit der Plus-Taste für ca. 2 Sekunden. Mit der Plus- bzw. Minus-Taste kann man nun die Lautstärke entweder lauter oder leiser stellen. Durch Drücken der Fill-Set-Taste gelangen Sie zu weiteren Punkten im Untermenü. Die Beschreibungen der Abkürzungen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das Untermenü kann durch längeres Drücken der On-Off-Taste verlassen werden.